meine, mittlerweile ist der Anfang ja echt, nichts mehr. Ist ja nur noch, dass die Bandage da kriegen. Aber dann, wenn ich alles hinkriege, dann muss ich zumindest die Hölle nicht mehr betreten. Zumindest den Teilbereich der Hölle. Das ist super. Wenn man sich einfach mal überlegt, was ich da links für Effekte absetze, ne? Hier mit so rechts, links steuern und oben an einer winzig kleinen Kante festhalten. Dann scheitere ich da jedes Mal drauf stehen zu bleiben. Muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ja, genau, bleibt da doch in der Ecke drin. Hätte ich genauso gemacht. Ich wüsste schon, wer das eventuell auch noch schaffen könnte. So. Nämlich mein kleiner Machinarium Boy. Aber mit dem wird das auch nicht leichter. Weil das Problem ist, dass da rechts sofort Lava ist. Und diese Lava, die tötet einen auch mal gerne instant. Das macht die echt verdammt gerne. Au. Ich muss den einen Pixel da finden, wo ich drauf stehen kann. Und das ist wirklich nur ein Pixel. Jetzt wollte ich da oben erstmal ganz kurz Pause zwischen machen. Danke, dass mir das jetzt auch nicht mehr gelingt. So. Pause, Mann. Ist nicht wahr. Die Lava scheint so sehr zu strahlen, dass man da gar nicht vernünftig irgendwie rein kann. Man darf da... Doch! So, Bandage. Das heißt, es ist ganz cool bleiben. Ganz geschmeidig, ganz cool bleiben. Oh, dankeschön. Die Bandage. Wir haben die Bandage. Wir haben Grade A. Und warum war mir sowas klar? Hä? Wie soll das... Okay, okay, okay. Ihr habt verstanden. Nein, habe ich anscheinend nicht. Doch, ich hab... nee, oder? Jetzt ist Timing gefragt. Mal ganz kurz warten. Jetzt. Puh. What the fuck? What the fuck? Ey, ich weiß nicht mehr, was ich hier noch sagen soll, außer what the fuck. Weil das ist ja echt hardcore, was hier von einem verlangt wird. Und ich weiß, dass ich das hier schon mit dem ersten Sprung schaffen kann. So. Oh, und dann muss man da noch perfekt durchtimen, ey. Nicht ist. Das ist. Jetzt wird's echt hart. Ich bin nicht gespannt, was da noch auf mich zukommt. No way. No. Nicht mehr. Nein. Oh, kommt schon. Ich muss das doch nur einmal da durchschaffen. Das da unten, das ist ja nur eine Timing-Sache. Au. 21, 24 jetzt. Ja, 21, 22, nein. Ich habe gerade ein bisschen mitgezählt, 21, 22, damit ich hier das perfekte Timing habe, wann ich dann nicht weiß, wann ich losspringen muss. Ich time ja sowas eigentlich immer nach Gefühl, aber damit er auch mal erlebt, wie das Gefühl arbeitet und warum wir manche Sprünge nicht hinhauen. So. Nein! So knapp, Leute, ich schwör's euch, so knapp. Genau, rutscht da runter. Weil das ja als Wand zählt. Zu spät, eine Sekunde früher. Jetzt, ja. Ey, wie soll... Ich will ja auch noch möglichst schnell durch, das ist das Problem. Das Ding ist wahrscheinlich in 5 Sekunden oder so zu schaffen. Und das schafft man nur einmal und danach nie wieder. Was war das? Aber manchmal krieg ich hier doch die merkwürdigsten Sachen hin mit dem mit Meat Boy. Dieses doofe Warten, ne? Das hätte auch ein bisschen besser timen können. Finde ich zumindest. So dass man hier direkt mit vollem Karacho jemand durch kann.
Weil das Timen macht diese ganze Aufgabe doch etwas langwieriger, um es mal nett zu sagen. Habe ich schon fast zu lange gewartet? Ja. Sag ich ja. Habe ich fast zu lange gewartet. Komm, zeig mir einfach gleich Grade A an. Alles andere ist mir dabei egal. Eine Bandit scheint es hier eh nicht zu geben. Hoffe ich. Zumindest sehe ich gerade keine. Nicolek, immer cool. Ohne geht's nicht. So. Und so. Warum springe ich rein? Warum? Warum? Ich sehe, hey, das Teil fliegt hoch. Komm, drück mal doch einfach mal springen und spring rein. Warum auch nicht? Ist ja cool. Macht ja nicht jeder, ne? So. Und? Oh, danke, ich habe noch Grade A gesammelt. Wuhu! Wo bin ich? Da unten. Alto Berlin, nein. Stopp. Kann man da nicht außenrum? Eventuell? Ey, ich schaff's ja noch nie mal in den in das erste Teil rein. Das ist doch verarsche, oder? Pff, wie soll man das machen, bitte? Das geht nicht. Okay, es geht doch. Ich hab nichts gesagt. Ist ja gut. Es ist nur Timing pur. Genial. Wir haben ja hier noch so einen schönen Ninja-Charakter. Also, ne, so einen anderen. Den habe ich ja beim letzten Mal freigeschaltet. Und mit ihm könnte man das eventuell außenrum schaffen. Was sage ich da? Eventuell. Nicht nur eventuell, sondern das ist möglich. Toll. Nur es ist auch nicht viel einfacher, finde ich gerade. Und diese blaue Spur ist lustig. Jedes Mal verwandelt sie sich hier. Wenn ich die... Durchgeglitscht! Juhu! Wenn ich die... Renntaste gedrückt habe. Ach komm, wir machen das mit dem Meat Boy. Wobei, Joseph könnte hier das eventuell auch schaffen. Aber nein, ich will es ja mit dem Meat Boy machen. Ja, mit dem Meat Boy. Weil mit den anderen Charakteren, ich kann einfach nicht mit denen umgehen. Noch nicht. Habe ich bisher noch nicht gelernt. Und ja, genau. Geh da einfach nicht oben rein. Das ist wunderbar. Und das darf ich dann auf der anderen Seite gleich nochmal zurück machen. Das wird lustig. Weil da ist die Zeit gleich nochmal ein bisschen knapper bemessen. Nicht nur ein bisschen knapper, nein, richtig knapper. Oh. So, kurz warten. Ne. Nein. Gibt's irgendwie einen Doppelsprungcharakter? Geht doch, danke Joseph. Machinarium FTW. Moment. So, nochmal sterben. Hä, hä? Moment, habe ich das denn so gemacht? Nein. Nur genau so. Bin ich auch nur hoch und dann bin ich so. Zack. Und mit Grade A abgeschlossen mit Joseph. Benutzen wir jetzt gerade noch mal. Ja doch, komm. Versuchen wir es mal. Ich versuch's mal. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen weiter mit ihm arbeiten. Das ist doch ein Witz, oder? Das ist dasselbe Level wie vorhin. Moment, töte mich. Denn ich sehe da eine Warp Zone und die ist eben gerade ein Witz.
Ich zeig's euch mal. Dort unten. Da unten ist eine Warpzone. Ich hoffe, dass man sieht die Maus auch. Ja. Ah! Ich weiß, wie ich die kriegen kann. Kann eigentlich nur mit Captain Commander gehen. Ein anderer Charakter kann da niemals im Leben rein. Und damit dem geht's auch. Warpstone! Game Boy! Super Game Boy? Game Boy Color? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Ich war gerade was am Trinken, das ist gemein! Wer rechnet denn auch mit sowas Epischen schon wieder hier? Dass man von der Wand verfolgt wird. Erinnert mich aber auch gerade wieder an Captain Commander, die Stay. Nur, dass man diesmal verfolgt wird. What? Holen wir nach. Definitiv holen wir die nach. Weil das ist ja eben gerade eine... Ja, man merkt schon anhand des Versteckes, dass diese Warpzone nicht auf einfach basiert, sondern extrem schwer sein soll. Und das ist sie auch. Okay, mit dem kleinen Fleischboy hier habe ich ihn gerade schon mal die Hälfte des Levels gerade geschafft. Nur da darf man dann natürlich nicht nochmal springen drücken. Sondern muss sich irgendwie erstmal kurz darunter gleiten lassen und... Wie soll es gehen? Ich wüsste eine Möglichkeit, die ist aber schwer. Ich habe nichts gesagt, sie ist möglich. Also nicht unbedingt so super schwer, da war ich zu schnell. Oh, genau, spring da nochmal rein in die Kreissäge. Weil, hey, die sah einfach mal klasse aus. Oh Gott, oh Gott. Auf dem Weg nach unten hat man keine Möglichkeit, irgendwie sich irgendwo mal kurz auszuruhen. Oder ähnliches Vergleichbares. Doch, hat man. Ich sehe es gerade. Nein! Oh, da war ich jetzt eben gerade auch ein bisschen ruhiger, weil... Konzentriert. Hier muss ich mit voller Konzentration ran, damit ich das schaffe. Und irgendwie gibt es hier in der Dark Zone relativ wenig Bandages, habe ich das Gefühl. Aber wir haben ja noch nicht mal die Hälfte geschafft, also von daher sollte ich vielleicht auch noch nicht rummäkeln. So. Mit Grade A. Keine Ahnung wie, aber es war Grade A. Und das hier ist doch genau dasselbe, nur mit Kreissägen, wie in dem Hauptlevel. Oder nicht? Sehe ich das so gerade verkehrt? Nur, dass ich da jetzt hier natürlich noch nicht die Reihenfolge weiß, wie ich hier durchkomme. Aber so ist es auf jeden Fall... Die Bandage. Ich sehe da eine Bandage. Die ist ein Witz. Nee, die Entwickler, Publisher, also die ganzen Leute, die das zocken, können alle nie richtig im Kopf sein. Weil krank. Einfach nur krank. Da hätte ich doch nur nach links drücken brauchen, nicht nach rechts. Was ist ab? Wo kommen die ganzen Kugeln her? Ein bisschen übertrieben da oben mit den ganzen Kugeln? Ey, wieso wieder? So klein kann man gar nicht springen. Ja.
mein linker Daumen wird es mir danken. Da oben ist ein Bandage drin, ne? Ich hoffe, ihr habt sie jetzt gesehen. Holen werde ich es mir erst im zweiten Run. Das ist nicht, das geht nicht. Ich muss über die beiden kleinen Kugeln da sofort springen. Oder auch nicht. Aber da gibt es auch wieder eine Sprungreihenfolge, die sich mir gerade nicht ganz so erschließt. Deswegen dauert das mal wieder etwas länger. Au. War ich jetzt gerade irgendwo anders drauf fixiert? Ich glaube auf irgendein Zahnrad oder so. Warum sage ich eigentlich immer Zahnrad? Wahrscheinlich, weil das Rad Zähne hat. Wobei es auch ein Kreissägenrad sein könnte. Oder keine Ahnung, wie man das noch nennen könnte. Ey, das ist doch nicht mehr feierlich. Das hat nichts mehr mit lustig zu tun. Das ist jetzt... Das ist gerade nur noch... Komm, wir stellen ihm ein paar Kugeln hin und quälen ihn. Besonders muss man sich dabei dann auch noch nach rechts kämpfen. Was das Ganze gleich nochmal viel interessanter macht. Und da unten ist immer noch eine Bandage, die ich mir dann auch nochmal holen will. Zumindest ist die Bandage nicht so schwer zu holen, wie ich eben gerade bewiesen habe. Also es ist möglich. Oh, hier bin ich sicher. Ich bin hier sicher. Und deswegen sterbe ich einfach mal kurz, weil ich da sicher war. Okay, ich habe den ersten sicheren, den zweiten sicheren Spot gefunden. Warum auch immer jetzt mich diese eine Kugel da komischerweise getötet hat. Vorher wusste die noch nicht mal, dass ich existiere. Und jetzt erledigt sie mich einfach. Herrgott, oh Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache, leidet unter diesem Spiel. Ist aber auch anstrengend. In meiner Zeit ist das echt anstrengend. Ich muss über beide Kugeln springen, damit ich einmal kurz in die Safe Zone komme. Und mir einmal dann auch einen Überblick zu verschaffen, wo kann ich lang, was kann ich genau machen. Okay, Leute. Wir haben 7 Level geschafft und ich bin erstmal fertig mit den Nerven. Ich mache jetzt eine kurze Pause, wir sehen uns nachher wieder. Ich bin Hello986, bis dann.